Die Aktie von ProSieben Sat.1 Media macht es aktuell den Investoren nicht ganz einfach. Sie ist meiner Meinung nach auf jeden Fall im Moment noch nur für den Investor geeignet, der täglich am Ball bleibt und seine Position wirklich hautnah kontrolliert. Wir sehen die Aktie zwar in einem Verkaufssignal, positiv zu bewerten ist allerdings, dass die Bullish Support Line, also die Unterstützung hier gehalten hat. Und wir eben hier auch einen leichten Abpraller sehen. Trotzdem ist das Chartbild insgesamt sehr angeschlagen. Erste Möglichkeit, den Wert zu erwerben, ist im Bereich um 27 Euro. Allerdings sollte dann auch der Stop sehr, sehr eng liegen mit knapp unter 26 Euro. An diesen engen Marken merken Sie schon, dass es wirklich nur für Investoren geeignet ist, die hautnah am Ball bleiben. Charttechnisch ist der Wert erst, ich traue mich kaum es zu sagen, ab 34,50 € wieder bullisch zu sehen und damit dann auch nach einer gewissen Wartezeit auch für den konservativen Investor geeignet. Also konservative Investoren sollten hier erst einmal außen vor bleiben. Ich wende mich, wie gesagt, hier nur an den spekulativen, risikobewussten Investor, der tagtäglich seine Positionen kontrolliert. Wer zu dieser Klasse von Anlegern gehört, kann es versuchen, zu aktuellen Notierungen bis 28 Euro zu kaufen. Kursziel ist dann 33 Euro. Das ist auf jeden Fall interessant. 5 Euro Chance. Auf der anderen Seite liegt der Stop bei knapp unter 26, sodass man 2 Euro riskiert. Das sind ja so um die 7 bis 8%. Dann bitte auch die Positionsgröße entsprechend gestalten und wirklich, wirklich konsequent die Position überwachen. Ob sich da in der aktuellen Börsenphase eben halt auch ein Intraday-Stop, den die Börse überwacht, anbietet, wage ich auch bei diesem Wert zu bezweifeln. Hier sollte dann immer die 26, das Unterschreiben der 26 Euro auf Schlusskursbasis gewertet werden, sodass man doch wirklich jeden Abend nachgucken sollte. Wie immer, große Chance, etwas hektischeres Risiko, aber wie gesagt, der konservativere Investor, da muss ich wirklich sagen, da sehe ich interessantere Titel im DAX.